Thomas Hahn hat eben schon erwähnt, dass wir dann jetzt zum ersten Impuls kommen. Und dieser Impuls, der wird uns geliefert aus Berlin von der Technischen Universität Berlin. Unsere erste Referentin des heutigen Tages, die ist dort seit 2016 Professorin für das neu gegründete Fachgebiet Bildung für nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft. Jetzt zugeschaltet aus Berlin Professor Dr. Nina Langen. Jetzt steht sie gerade hier zwischen uns. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, von beiden Seiten schon erwähnt. Also das Intro hat funktioniert, das Appetit machen darauf. Und jetzt erleben wir mehr über das Forschungsprojekt NAGAST. Sind da ganz gespannt, die Erkenntnisse auch hier geteilt zu bekommen. Ja, herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ich heute Morgen starten darf. Und ich möchte sprechen zu neuen Routinen für Essensentscheidungen. Und insbesondere natürlich zur nachhaltigen Ernährung, denn das ist mein Forschungsfeld. Und zu Nachos in der Außerhausgastronomie und die Erfahrungen, das haben Sie gerade schon erhört, die ich mit Ihnen teilen, beruhen auf dem NAGAST-Projekt. Und es ist so, ich wollte Sie nochmal mitnehmen, warum es überhaupt wichtig ist. Zwei Punkte, warum es wichtig ist, sich mit nachhaltiger Ernährung zu beschaffen. Klimawirksame Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland entstehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also angefangen bei der Herstellung, der Vermarktung und dann auch der Zubereitung von Lebensmitteln. Und es sind 25% aller unserer klimawirksamen Emissionen, die wir haben. Und damit ist unsere Ernährung ein wichtiges Feld, in dem wir alle tätig werden können. Aber nicht nur wir als Konsumentin, sondern wirklich jeder Einzelne, der mit Nahrungsmitteln sich beschäftigt in der Kette. Und was wir auch feststellen können, ist, das zeigen uns Modellrechnungen, es muss nur 1 Grad wärmer werden auf der Erde und schon haben wir deutliche Einbußen im Ertrag und dann damit auch in dem, was unserer Nahrung zur Verfügung steht weltweit. Und genau deshalb sollte uns das Thema nachhaltige Ernährung natürlich beschäftigen. Und deshalb haben Sie auch gestern schon von Frau Bühling-Fesel, na, das war die verkehrte Richtung. Sekunde. Was dazu gehört, was es mit den planetaren Grenzen und der Planetary Health Diet zu tun hat. Nämlich der Idee, dass wir Umwelt- und Gesundheitsziele innerhalb der planetaren Grenzen verwirklichen müssen und dass das, was menschliche Ernährung gut macht, auch für den Planeten gut sein muss. Und das ist 2019 veröffentlicht worden. Das ist nur nochmal hier das Bild. Sie wissen, das soll ein bunter Teller sein, angepasst auf Ihre Bedürfnisse, auf Ihre Esskultur mit einer gewissen Kalorienmenge und deutlich weniger Fleisch und mehr Nüssen, um es ganz kurz nur zu sagen. Und Lebensmittelverschwendung ist ein Part, den man auch reduzieren muss, denn wir verschwenden leider zu viel. Und warum möchte ich mich mit Ihnen heute auf die Außerhausgastronomie fokussieren? Das liegt schlicht daran, dass das der zweitwichtigste Bereich ist in der Lebensmittelbranche nach dem Lebensmitteleinzelhandel, wo extrem viele Gäste täglich teilweise Essen konsumieren. Und die Betriebsgastronomie hatte bis Corona einen großen Anteil am Wachstum insgesamt. Und es ist eine sehr vielfältige Branche. Das wissen Sie, es gibt die Schulverpflegung, es gibt das Essen beim Arbeitgeber und es gibt Restaurants und es gibt das Essen in der Bahn und auf dem Schiff. Es gibt total viel. Also ein weites Feld. Und wir haben uns das angeschaut, weil wir denken, das ist ein zentrales Feld für die Transformation des Ernährungssystems insgesamt. Weil hier Angebot und Nachfrage zusammentreffen und weil Sie Sachen, die Sie außer Haus sehen, möglicherweise so gut finden, dass Sie sie mit in den eigenen Haushalt nehmen und da auch umsetzen. Wenn ich jetzt frage, wo kann Außerhausgastronomie klimafreundlich sein, dann kann ich mir viele Punkte anschauen und ich habe jetzt hier mit mir selbst gebrainstormt. Das Ergebnis sehen Sie hier. Wir können über Solarstrom reden, über effiziente Beleuchtung, über Ökostrom, Heizung senken, wenn keiner da ist, gute Mitarbeiterführung, wenn wir die soziale Dimension uns auch nochmal anschauen und Klima nicht nur auf das Klima draußen, sondern auch das im Betrieb münzen. Und das, was ich mir mit Ihnen natürlich anschaue, sind nur 2 Aspekte, mehr schaffen wir nicht. Lebensmittelverschwendung reduzieren ist ein Punkt, der Klimafreundlichkeit ausmacht und die klimafreundlichen Speisen. Und dazu einmal kurz als Chart, damit Sie sehen, die Wissenschaft wird gar nicht müde, sich des Themas anzunehmen. Hier in Systematic Review 2020 publiziert worden. Und da hat sich angeschaut, was für Möglichkeiten es gibt, Klima-CO2-Emissionen zu reduzieren im Bereich Ernährung. Und ganz oben steht mit der, ne, mit einer großen Spanne, aber am effizientesten, wenn es darum geht, CO2 zu reduzieren, dann ist die vegane Ernährung ist das, was weit oben steht. Und Food Waste Measurement ist ganz unten.
Und dazwischen gibt es alles Mögliche mit einer großen Spannbreite. Und hier, das sind jetzt nur Studien, Review-Artikel, die man schon hatte und die hier zusammengefasst werden. Und jetzt sollte man sich fragen, also man kann nicht nur beim Essen anfangen. Und hier sehen Sie alle möglichen Optionen, die in diesem Review auch gezeigt wurden. Und was Sie auch sehen, als fünftes von oben, die Region Diet. Das ist also in der ganzen Welt der Konsumoptionen, die wir haben, Wohnen, sich bewegen, Mobilität, aber auch Essen, ist Essen und die vegane Diät, die Region Diet, ganz, ganz oben. Aber, und es wäre zu einfach, wenn wir hier aufwerten könnten, diese Footprints, hier am Beispiel des Rindfleisch-Fußabdrucks, die sind sehr unterschiedlich, je nachdem, wo das Produkt erzeugt worden ist. Und hier sieht man, dass die Landnutzungsänderungen einen großen Einfluss darauf haben, wie CO2 auch emittiert wird pro Kilo Fleisch, das erzeugt wird. Und hier sehen wir auf der ganz linken Seite Paraguay. Und da ist aufgrund der Landnutzungsänderungen ein großer Anteil von CO2 pro Kilo Fleisch. Und ganz rechts Dänemark als unterschiedliches Beispiel, viel, viel geringer. Das heißt, Sie müssen, bevor Sie Fleisch essen, falls Sie es essen, erst immer noch mal schauen, wo kommt das Ding überhaupt her. Und das macht natürlich die ganze Ernährungsentscheidung komplizierter. Deshalb hat Margast die Idee gehabt, wir müssen das für die Menschen in der Außerhausgastronomie, denn es war ja unsere Zielgruppe, einfacher machen. Und wie macht man Dinge einfacher? Indem man zum Beispiel ein Rechnersystem einführt. Und unseres hier geht von einer Grundannahme aus, dass wir sagen, nachhaltige Ernährung hat vier Dimensionen. Neben Sozial, Umwelt und ökonomischer Dimension noch die Gesundheitsdimension. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist aber ein multifaktorielles Ding. Wir brauchen mehrere Indikatoren pro Dimension. Und die sehen Sie hier. Und die können Sie jederzeit nachlesen in einem Open Access Paper. Und dann hat man das und kann berechnen, basierend auf jeder einzelnen Rezeptur, ob eine Rezeptur und damit ein Gericht, was ich anbiete, nachhaltig ist oder ob man noch was verbessern kann. Und was Sie hier sehen, ist ein Beispiel für konventionelles Pfannkuchenrezept, was in unseren Kantinen, mit denen wir gearbeitet haben, in den Reallaboren schon da war. Und da ist der Carbon Footprint ausgerechnet worden und der Material Footprint. Und dann fingen unsere Kolleginnen an, gemeinsam mit dem Praxispartner zu überlegen, was können wir am Rezept verändern, dass es immer noch gut ist, gut zu machen und nachhaltig in den unterschiedlichen Dimensionen. Fangen wir an, und das ist dieses Revised Recipe One. Wir ersetzen die Milch durch einen Sojatrink und verringern dadurch Carbon und Material Footprint. Das macht einen Unterschied. Und dann auf der rechten Seite Recipe 2, da wurde Milch ersetzt, Butter ersetzt durch Rapsöl. Das sehen Sie zwar jetzt in der Überschrift nicht, das liegt aber daran, dass ich das falsch Ihnen gezeigt habe. Das ist ein Fehler leider in dem Paper. Da steht ja Egg by Banana und das ist nicht der Fall. Wie Sie sehen es in dem Rezept selber, Butter wurde durch Rapsöl ersetzt. Und auch das verbessert den Fußabdruck für CO2 und Material. Und das ist die Idee vom Nagast-Rechner, dass man mit den Rezepten rumspielt, ne, als Küchenleiter, als Küchenmitarbeiter. Sie können das Ding auch für den Haushalt ausprobieren. Es ist Open Access, Sie können da jederzeit ran, können sich was anlegen im Profil und für sich Rezepte auch speichern und teilen. So, und jetzt nachhaltige Ernährung ist. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen, eine Befragung für Sie einzuspielen. Müsste mir mal ganz kurz die Technik sagen. Sehen tue ich sie nicht. Ah, doch hier. Sagen Sie doch mal, was für Sie nachhaltige Ernährung ist. Wenn Sie darüber nachdenken, wenn jemand Sie auf der Straße fragt oder ich frage Sie jetzt, was verstehen Sie unter nachhaltiger Ernährung? Gehen Sie auf Slido, tippen Sie drei Sachen ein und dann schauen wir, was die Word Cloud rausgibt. Da steht schon was. Eine Person macht mit. Haben wir noch ein paar mehr? Ja. Jeder kann bis zu drei Dinge einwerfen. Jetzt sind wir zwei Menschen.
Ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen, wie sich Relevanzen verändern, je mehr Leute mitmachen. Ganz oben, das scheint mir so zu bleiben, ist Regionalität. Denn wenn ich regional einkaufen mit regional zusammensetze, dann hat das viele, ja, dann gibt es noch regional saisonal, würde man es da rausnehmen. Also Regionalität scheint sehr wichtig zu sein. So, das ist das, was Sie darunter verstehen. Sie sagen, es gibt aber auch Meinungen, dass man sagt, ja, das ist ein wichtiges Thema und es ist unsere Verantwortung. Und gut umzusetzen, das ist gut, ja. Es gibt Menschen, die sagen, das ist sogar einfach. Und das sollte es ja auch sein. Dann haben wir noch das saisonale gewinnt hier. Saisonal einkaufen ist größer geworden in letzter Zeit. Vegetarische Ernährung gibt es auch. Wenig Fleisch essen, Recycling. Wichtig für die Zukunft. Weniger Optionen haben, okay, da geht es um Einschränkungen. Schmackhaft, guter Punkt. Was uns nicht schmeckt, werden wir nicht essen, dann kann das nicht nachhaltig sein. Zu Fuß einkaufen. Wissen, wo das Essen herkommt, also auch da Regionalität. Aber auch Wissen um regionale Produkte, so pflanzlich wie möglich. Das haben wir ein paar Mal, vegan, vegetarisch. Würde man das zusammenpacken? Plastikfrei kommt jetzt auch neu, ist auch ein Aspekt. Eine Sache sehe ich nicht. Sehen wir gleich. Ich gucke nochmal, ob ich sie nicht irgendwo doch noch sehe. Überlegtes Einkaufen ist auch wichtig. Hat was damit zu tun. Okay, ich glaube, jetzt sind wir fast fertig. Kochen lernen, wichtiger Aspekt, oder? Kompetenzen. Wenn man es kann, wird es einfacher. Dann muss man noch Spaß dran haben. Das ist auch nicht unrelevant. Okay, es scheint mir angekommen zu sein. So, das ist Ihr Schaut. Regional, ganz in der Mitte, saisonal. Müllvermeidung. Pflanzenbasiert, vegan, regional, biosaisonal. Das sind Ihre Tops. Fair kommt auch noch. Steigt in der Relevanz. Perfekt. Es gibt natürlich auch eine nachhaltige Ernährungsdefinition, FAO 2010, Bundeszentrum für Ernährung in Deutsch in 2018. Und die haben genau das gesagt, was Sie jetzt auch gesagt haben. Nachhaltige Ernährungsweisen haben geringe Auswirkungen auf die Umwelt, tragen zur Lebensmittel- und Ernährungssicherung bei. Das haben Sie so nicht gesagt, denn bei uns in Deutschland, in Europa gab es kaum Hungerkrisen in letzter Zeit. Wir erinnern uns also nicht. Aber natürlich ist es genau das. Diese Klimawandeldiskussion ist eine, die was mit Ernährungssicherheit zu tun haben wird. Und Ernährungssicherung weltweit ist definitiv ein Thema. Und dann, das hatten Sie ja schon gesagt, es geht um die Zukunft. Also heutigen und zukünftigen Generationen soll ein gesundes Leben ermöglicht werden. Eine nachhaltige Ernährung schützt und respektiert die biologische Vielfalt. Das war ein Aspekt, den ich nicht gesehen habe bei den Hints von Ihnen. Biodiversität. Und die Ökosysteme ist kulturell angepasst, verfügbar, ökonomisch gerecht und bezahlbar. Also es muss so sein, dass es für die ganze Lieferkette ein Win-Win-System ist. Der Produzent muss davon leben können und der Konsument muss es sich leisten können, was natürlich mit den Kompetenzen des Einzelnen zu tun hat. Wenn ich in der Lage bin, Sachen selber zuzubereiten, kann ich durchaus das zu einem günstigen Preis machen. Und dieses ökonomisch gerecht impliziert natürlich auch, dass die realen Kosten eines Lebensmittels, also die Internalisierung der externen Kosten, mitgedacht wird. Denn dieses günstige Produkt, was man in unterschiedlichen Märkten möglicherweise sieht, ist ja nicht günstig. No, wissen wir, dass da geht es um den wahren Preis von Lebensmitteln. Ernährungsphysiologisch angemessen ist ein wichtiger Punkt. Ne? Nicht für jeden passt jedes Lebensmittel. Sicher und gesund. Und es soll die natürlichen menschlichen Lebensgrundlagen verbessern. Es gibt nichts Schöneres, würde ich denken, als nachhaltige Ernährung, nachdem wir das gesehen haben. Denn sie ist ein Wohlfühlinstrument für Mensch und Erde. Das kam auch mit unterschiedlichen Dimensionen. Wir gehen da mal drüber weg. Ich hatte den Eindruck, es fehlt was und das war Tierwohl. Und der wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim BMEL hat auch das konstatiert. Sie sehen das als eine Dimension unten bei mir links, das Tierwohl. Das müssen wir mit anschauen und ich hatte den Eindruck, es fehlt eben noch was und das ist der Mensch. Die persönlichen Präferenzen, die wir haben, Verfügbarkeit ist das Zeug überhaupt im Angebot. Alternde Gesellschaft, Sie können sich's vorstellen. Und dann, das wollte Nagas sich anschauen, wir haben also ein Angebot, das kann gut sein, basierend auf dem Nagast-Rechner. Und jetzt aber die Frage, wie schaffen wir es trotzdem, dass die Leute das wählen und dass sie es aufessen? Denn das war ja ein Fokus.
Und wir haben gearbeitet mit einem Instrument, das Sie hier in der Mitte sehen. Ne, der eine Elefant stupst den anderen, ein typisches Bild für Nudging. Wir lenken die Menschen in die Richtung, von der wir wissen, durch Umfragen, durch Interviews, dass sie auch gut finden, nämlich die nachhaltige Ernährung. Wir wollen nicht beschränken, wir wollen nicht unbedingt unterstützen, wir wollen einfach lenken. Wir wollen nicht mit den Menschen die ganze Zeit im Dialog sein. Alles das sind aber Politikinstrumente und hier zeige ich Ihnen ein Beispiel für Nudging aus der Literatur. Die Menschen wurden eingeladen und die Menschen hier waren Verhaltensökonomen, die sich genau mit dem Thema Tag und Nacht beschäftigen, zu einer Konferenz und es gab zwei Konferenzgerichte. Im ersten Jahr ein Fleischgericht als Default, also als die Option, die angeboten wurde. Wenn man das nicht wollte, konnte man aktiv sagen, oh, ich hätte gern vegetarisch. In dem Fall war das so, im ersten Jahr nahmen 83% die Fleischoption. Im nächsten Jahr hat man es genau andersrum gemacht, hat gesagt, na hier, für euch alle vegetarisch, es sei denn, du meldest dich aktiv, dann kannst du Fleisch haben. Und hier war es dann so, 80% nahmen vegetarisch. Man könnte also den Eindruck gewinnen, für die Menschen ist das, was angeboten wird, das, was sie nehmen. Weil sie es nicht hinterfragen, weil es bequem ist, weil es einfach ist, weil es auch eine soziale Norm ist, die damit transportiert wird. Dass man sagt, das, was wir dir anbieten, ist das Gute, du kannst dich darauf verlassen, nimm das, alle anderen nehmen das ja auch. Teller ist auch eine Geschichte, ne? Da geht es hier um die Delboeuf-Illusion, so Sie können sich schon vorstellen, die Teller sind zwar unterschiedlich groß und der Inhalt mag auf den einen oder anderen auch unterschiedlich groß wirken, der ist aber gleich groß. Also ist die Frage, mit welchen Tellern ich arbeite, eine relevante. Und dann können wir noch über Tellerfarbe reden. Alle auch. Hier geht es darum, ein und dasselbe Gericht schmeckt den Menschen sehr unterschiedlich, je nachdem, in was für einer Umgebung es angeboten wird. Ob mit Plastikgeschirr, ob in einem Plastikteil oder mit Messer und Gabel, vielleicht sogar auf einem Tisch mit Tischdecke. Das verändert den Geschmack eines Lebensmittels. Obwohl das Lebensmittel dasselbe war, es hat alles gleich geschmeckt, es kommt aus demselben Topf. Sie haben es nur anders dargeboten und für die Leute schmeckt es anders. Das alles sind Nudges. Ne? Unbewusst kann man mit ihnen arbeiten. Und das wirkt auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Und ich überspringe das mal ganz flott, damit ich zu Nagas komme. Was sich sehr viele unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten, nämlich mit den Praxispartnern angeschaut hat, um dann zu überlegen, was wollen wir davon von dieser Fülle umsetzen. Und es geht wirklich immer um das Zusammenspiel von Produktion und Konsum. Wir haben in Nagas immer das gemacht, was wir mit den Praxispartnern besprochen haben. Es waren Reallabore, wir haben nichts gefaked, wir hatten sehr viele Gerichte, die wir verkauft haben. Wir haben viele, viele Befragungen gemacht, aber immer erst, wenn die Leute schon ihre Wahl getroffen hatten. Und wir haben uns sehr, sehr viele Tellerreste angeguckt. Wir haben Videoaufnahmen in der Spülküche gemacht, sodass die Leute nicht wussten, dass wir uns Tellerreste anschauen. Und dann haben wir unterschiedliche Sachen ausprobiert. Exemplarisch, wir haben Tellerreste minimieren wollen, indem wir geringere Portionen anboten. Also hier, so sieht das aus, wenn wir in der Spülküche filmen, das war unser Videomaterial. Wir haben dann in der Intervention 1 Portiongrößen verringert von unseren Nagas-Projektgerichten und haben uns angeschaut, wie sind dann die Absatzzahlen des Projektes, des Produkts, sind die Menschen noch zufrieden mit der Größe und wie viel lassen sie übrig. Und dann haben wir auch noch Fotos gezeigt. Wir haben Aufsteller gemacht, Plakate, um den Menschen zu sagen, hier in dieser Küche geht es darum, Lebensmittelabfälle zu vermeiden, beteilige dich doch. Und du hast mehrere Möglichkeiten, nimm so viel, wo du kannst, frag nach einer kleineren Portion, wenn du eine kleinere brauchst und wenn nicht mehr alles da ist, weil die Vorauswahl begrenzt ist, dann nimm doch was anderes, es gibt Alternativen. Aus unserer Sicht alles Sachen, die dazu führen, dass Menschen weniger Lebensmittelreste haben. Und das sehen Sie auch, das war hier so. Vor der Intervention 19% Lebensmittelreste auf den Tellern bei der Portionsintervention. Kleinere Portionen verringert das auf 17% und wenn wir dazu ein Plakat noch aufstellen, gehen wir auf 14% runter. So weit, so gut. Hier sehen Sie, dass den Menschen die Portion angemessen groß war. Zwischen 1 und 7 war die Skala. Hier sehen wir einen Wert, der ungefähr um die 3 schwankt, zwischen 3 und 4. War okay. Es gab aber, und das sehen Sie hier nochmal, einen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Aussagen. Unser Modell, mit dem wir gemessen haben. Wir wollten wissen, wenn die Leute sagen, ich habe das Schild gesehen und deshalb habe ich weniger gegessen oder was anderes gegessen. Schild aufessen führt zu weniger Tellerresten. Wenn die Leute uns sagen, ich habe ein Gericht mit kleinerer Portionsgröße gehabt, ändert das nichts weiter. Aber wenn Sie das Schild erinnert haben, naja, ich soll aufessen und was anderes wählen, wenn es nicht mehr da ist, was ich mag, dann führte das zu mehr Tellerresten. Das heißt, ein und dasselbe Plakat hatte, je nachdem, was die Leute erinnerten, eine große unterschiedliche Wirkung. Also kann man ja schlecht arbeiten.
Genauso haben wir uns angeguckt, welche Begriffe gut wirken. Und da stellten wir fest, der Begriff Saisonalität ist nicht so gut und der Begriff Gesundheit ist richtig schlecht. Was die Leute mögen, ist Nachhaltigkeit. Das ist ein positiv besetzter Begriff. Damit kann man gut werben. Und alleine, wenn man jetzt sieht, wie unterschiedlich hier die Bezeichnung oder ne, die Akzeptanz für eine Bezeichnung ist, sieht man, dass da noch viel Forschung nötig ist. Wir haben nicht nur Nagas 1 gemacht, sondern auch 2. Nagas 2 endet diesen Monat. Wir haben immer unterschiedliche Kantinen gehabt, reales Leben, viele Praxispartner. Wir hatten ein harmonisiertes Menü über alle Praxispartner und haben große und kleine gehabt. Das sehen Sie an der Anzahl der durchschnittlichen verkauften Gerichte pro Tag. So, wir haben sowohl in Nagas 1, 2 und 3 Gleichinterventionen gemacht. Wir haben den Absatzort ermittelt, an dem am meisten verkauft wird. Und dann haben wir die nachhaltigen Gerichte dort platziert. Und die Menschen haben dann, werden wir gleich sehen, wahrhaftig mehr davon gegessen. Wir haben die Position im Speiseplan verändert. Wir haben das nachhaltige Gericht nach oben gestellt. Und wir haben das Label gezeigt aus dem Nagas-Rechner, wie nachhaltig ist das Produkt. Das haben wir unterschiedlich gemacht. Und was Sie hier sehen, ist in Nagas 1 grau, haben wir noch andere Sachen ausprobiert, beschreibende Namen, das war nicht erfolgreich und die Label-Geschichte damals auch nicht. In Nagas 2 wirkt alles. Das ist der graue, dunkelgraue Balken. Jede der Interventionen, der Nudging-Intervention hat in Nagas 2 Wirkung gehabt. Was man auch sagen muss, die nachhaltigen Gerichte waren insgesamt nicht die Renner. Die waren nicht so gut beliebt. Sie sehen nämlich hier, was der Absatzanteil war. Und dann Ausgabeposition, Menüposition und Label plus Information. Da sehen Sie insgesamt eine Absatzsteigerung, sobald wir da eine Veränderung vorgenommen haben. Das heißt, diese nicht favorisierten Gerichte sind besser verkauft worden dadurch, dass wir genotcht haben. Allerdings natürlich, jede Einrichtung ist anders. Das sehen Sie hier nochmal. Betriebskantinen, Krankenhauskantinen, Bildungseinrichtungen reagieren anders. Und das ist jetzt auf Basis von mehr als 15.000 Gerichten berechnet worden. Ich habe Ihnen erzählt, dass unser eines Plakat nicht so ganz eindeutig war. Und deshalb mussten wir in Nagas 2 schauen, was ist mit diesen Aussagen so unterschiedlich. Wir haben wieder Status quo gemessen. Wir haben eine Intervention gemacht, wo wir nur eine Aussage auf einem Poster hatten, dann 2 Aussagen, und zwar kombiniert, und nochmal was Spezifisches, was die Praxispartner sich wünschen. Und die Aufforderungen, diese Interventionsposter waren unterschiedlich. Wir hatten eine Aufforderung auf der linken Seite, fragen Sie, nehmen Sie. Und dann eine soziale Norm. 80% der Gäste denken, dass man fragen sollte. Oder 80% fragen oder nehmen. Das sind unterschiedliche Konstrukte und, surprise, sie wirken auch unterschiedlich. Wir haben es erst einzeln gemacht und dann kombiniert. Und dann dritte Intervention, das waren individuelle Poster. Jeder Praxispartner hat uns gebeten, was anderes zu machen. Hier ging es darum, dass man Energievergleiche den Leuten auch zeigt oder nochmal was zum Lebensmittelabfall sagt. Und dann haben wir wieder Tellerreste gemessen, Fragebögen uns angeschaut und stellen fest, die Tellerreste verringern sich durch die Intervention. Was wir aber auch feststellen, es gibt einen Teil von Tellerresten, der bleibt. Und das sind die Tellerreste, die ungefähr 10%, nur bis zu 10% einer Portion machen. Die muss man sich genau anschauen. Nämlich, was Sie hier sehen, die Differenz von dem, was die Leute sagen, was sie an Resten haben, und dem, was wir in der Spülküche sehen, sind 5 Prozentpunkte. Das ist hier so orange dargestellt. Und wir kommen darauf zu sagen, dass diese weniger als 10% Tellerreste, die sind in der Spülküche relevant, denn die werden abgekratzt, bevor der Teller in die Spülmaschine geht. Die sind aber für den Konsumenten nicht relevant. Er nimmt sie nicht wahr. Er würde sie niemals reporten. Das heißt, dieser kleine Anteil ist einer, der unterschiedlich Relevanz hat. Gäste nehmen den nicht wahr. Und hier, das waren unsere Thesen. Und hier kann ich Ihnen anhand der Thesen was ganz schön zeigen. Es gab von unseren 5 Hypothesen sind, oder 6, sind 3 relevant oder zeigen sich als signifikant. Es hilft, wenn man Prompts zeigt, nehmen Sie, das ist signifikant gut. Es hilft kombiniert, aber es hilft nicht, die soziale Norm anzusprechen. 80% unserer Gäste meinen, das war nicht signifikant. Es ist auch nicht so, dass die kombinierten Aussagen besser wirken im Modell.
Und die Setting-spezifischen, die wirken auch positiv auf die Verringerung von Lebensmittelabfall, aber nicht besser als die anderen. Das heißt, wir können gar nicht empfehlen, dass sich jeder jetzt, jede Kantine so intensiv damit beschäftigt. Es könnte reichen, einen Prompt zu nehmen, den wir bereits getestet haben, und das könnte schon ausreichend wirksam sein. Das wissen wir, weil wir das genau wieder in so ein Modell gepackt haben. Eben habe ich Ihnen das mit diesem Rot und Grün gezeigt. Hier ist nochmal eine andere Darstellung, aber wieder dieselbe Idee. Und was wir sehen, die Intention aufzuessen, die ist ein treibender Faktor für Lebensmittelabfälle und die Portionsgrößen. Und dabei ist uns jetzt in NAGAS 2 nochmal was anderes aufgefallen, nämlich dass auch hier wieder, wie in NAGAS 1, das, was zurückbleibt, wenn es Fleischgerichte gab, ist nicht das Fleisch, es sind die Beilagen, die Soßen. Aber bei Fleischgerichten blieb mehr übrig, prozentual, als bei vegetarischen oder veganen Gerichten. Und dann haben wir angefangen, nochmal zu schauen, hat das was mit den Kalorien zu tun? Und die hatten wir nicht standardisiert. Wir hatten den Speiseplan standardisiert, aber nicht die einzelnen Kalorien. Und da stellen wir fest, dass die Fleischgerichte deutlich kalorienreicher waren. Die Portionen möglicherweise also zu groß. Alle ab, das ist das. Was hatten wir jetzt für Learnings? Letzte 3 Minuten. Wir haben meist kleinere Tellerreste. Es sind dann eher die Soßen, die Dips, das Gemüse und die Stärkebeilagen. Die minimalen Tellerreste von weniger als 10% werden nicht wahrgenommen von den Gästen als Reste. Und ein hoher Kaloriengehalt führt zu mehr Tellerresten. In Bezug auf die Interventionen in den Reallaboren können wir sagen, alle Nudges wirken. Es gibt aber Unterschiede zwischen den Praxispartnern. Die Wirksamkeit ist dann settingabhängig, situationsabhängig, und positive Verhaltensaufforderung wirkt besser als eine soziale Norm. Die Informationsposter sind kosteneffektiv, um diese Tellerreste zu reduzieren. Das ist das auch, was die Praxispartner uns gespiegelt haben. Und wir postulieren, dass es sinnvoll ist, settingspezifische und wechselnde Poster auch zu nutzen, um die Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum zu gewinnen. Natürlich sollte man auch wieder mit Portionsgrößen arbeiten. Das war schon Learning in NAGAS 1, Tellerreste. Dazu braucht man eine besondere Schulung fürs Ausgabepersonal. Und dann methodisch. Wir haben uns gefragt, ob jetzt das, was wir da anschauen in den Videos, ob das reliabel ist, ob das eine gute Methode ist, Tellerreste zu erfassen, oder ob man nicht doch besser vor Ort alles sortieren muss in der Küche. Und es ist gar nicht so einfach vor Ort, wenn da ein normaler Küchenprozess ist, sich noch als Wissenschaftler hinzustellen und entweder Fotos zu machen oder mitzusortieren. Und deshalb haben wir das aber eine Woche lang bei einem Partner gemeinsam gemacht und haben das verglichen, das Händische mit dem Visuellen. Und wir kommen zu dem Ergebnis, kein signifikanter Unterschied. Das heißt, die Methode Video in der Spülküche, wenn der Proband oder der Gast es nicht merkt, ist geeignet, Tellerreste gut zu erfassen, passgenau, ohne Unterschiede zu dem händischen Verfahren. Und die ist natürlich einfacher fürs Küchenpersonal. Die ist nicht unbedingt einfacher für den Forscher, die Forscherin, aber durchaus geeignet, das Personal nicht auch noch da in Routinen zu behindern. Und es hilft, weil die Menschen gar nicht wissen, dass man sich ihre Teller anschaut. Das Maximum, was die mitgekriegt haben, war, wir standen dann bei der Tellerrückgabe und haben gebeten, mögen Sie mitmachen bei der Umfrage, alles online, und wenn ja, bekamen die einen kleinen Zettel mit einem Code. Das war der individuelle, und das Einzige, was wir gemacht haben, war die Nummer von diesem Code, von dem Zettel auf den Teller da, also auf dieses Tablett zu schreiben, um das zu matchen. Mehr nicht. Das war das zur Methode, und soweit ich weiß, bin ich fertig. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, das war genau die richtige Erkenntnis jetzt, und das war eine absolute Punktlandung. Also ich bin ganz beeindruckt von den Inhalten, also von den Impulsen, die wir jetzt bekommen haben. Professor Dr. Nina Langen, vielen Dank fürs Mit-Dabei-Sein schon mal und für das Liefern dieser Impulse. Und hier komme ich jetzt mit einer Frage, die über den Chat übermittelt wurde. Wie lässt sich die Nudging-Methode im Bereich Ernährung politisch umsetzen? Wie kann man die Ergebnisse von NAGAS der Politik servieren, wird nochmal hinterhergeschoben. Ja, das haben wir schon nach NAGAS 1 gemacht, und zwar gemeinsam mit unserem Projektträger haben die Projekte, die was mit Ernährung und nachhaltiger Ernährung zu tun hatten, durch ein kleines Policy Paper geschrieben, auch um der Politik Handreichung zu geben aus diesen SEF-Projekten. Also das ist entstanden im Rahmen der sozialökologischen Forschung, gefördert vom BMBF.
Und es gab eine ganz große Bereitschaft, diese Ernährungsprojekte auch weiter zu fördern. Sonst hätte es denn ja nach Nagast 1 nicht noch Nagast 2 gegeben. Also das Schöne war eine große Offenheit hier des Fördermittelgebers zu sagen, Mensch, unsere Ergebnisse sind gar nicht so eindeutig, wie wir uns das erhofft hatten. Und wir müssen dann nochmal ran und gibst du uns die Möglichkeit und wir suchen andere Praxispartner und machen es nochmal. Und genau das ist ermöglicht worden. Also ich sehe da von Politik eine Offenheit. Auch wir finden Gehör mit dem, was wir machen. Nächste Woche ist die Abschlusskonferenz, da werden wir unsere Sachen wieder nach vorne bringen. Und was wir auch gemacht haben, und das ist immer auch die Frage, wer bewegt wen, ne? Die Branche ist natürlich sehr dynamisch und hat eine große Offenheit auch für die Dinge. Also es ist nicht einfach, in so einem Forschungsprojekt als Reallabor dabei zu sein. Man muss sich auf viele Dinge einlassen, auf viele Diskussionen und muss mit Gästen natürlich am Ende auch ja, kommunizieren, muss denen mitteilen, was da jetzt gewesen ist. Und das fordert schon auch viel von der Praxis. Und da zu sehen, dass Praxis weitergeht, ist schön. Und da gibt es dann entsprechende Handbücher. Wir machen jetzt neu auch ein Praxishandbuch, wo das ganz klein und einfach aufgeschrieben ist. Und natürlich publizieren wir, das hatte ich Ihnen so ein bisschen gezeigt, international, um auch das in der Wissenschaft weiterzutragen. Ich habe den Eindruck, dass die Projekte, die in diesem Nexus arbeiten, sich mit Reallaboren beschäftigen, auch nicht müde werden, das an Politik weiterzugeben, was funktioniert und was nicht. Danke für das mit reinnehmen, dass da die Politik eine Offenheit zeigt. Und ich komme mit der nächsten Frage durch. Da geht es jetzt um den Kita-Bereich und hier die Frage, wie lässt sich diese Methode, die wir kennengelernt haben, auf Kitas übertragen? Arbeitet man da zum Beispiel mit Bildern, wird noch hinterhergeschoben? Ja, wir hatten jetzt die Kitas, das haben Sie gesehen, nicht im Blick. Wir haben in Nagast 1 mit Schule gearbeitet auch. In Nagast 2 nur noch mit dem Uni-Setting. In Schule konnte man sehen, dass das in der Verknüpfung mit dem Unterricht gut wirkt. Und das ist ja auch genau das, was wir möchten, wenn wir über Bildung für nachhaltige Ernährung sprechen. Wir möchten, dass da Kompetenzen vermittelt werden bei der Herstellung von Lebensmitteln, der Zubereitung. Wenn wir über Food Waste reden, geht es um Schnitttechniken. Was darf weg? Was kann ich noch nehmen? Ein Radieschenblatt, kann man daraus was machen? Und genau das haben wir in Schule umgesetzt mit Unterstützung von Lehrkräften. Und dann haben Schülerinnen der 10. Klasse Gerichte kreiert für die anderen. Gemeinsam dann auch mit dem Mensa-Verein, das waren reine. Und das hat super funktioniert. Es gab tolle Plakate, es gab ganz andere Gerichte, als es vorher gab. Und insbesondere die jüngeren Schüler waren sehr angetan davon, weil sie merkten, so, die Älteren haben für uns auch was gemacht. Und das ist jetzt nicht irgendein Gericht eines Erwachsenen, sondern Schüler für Schüler haben was getan. Und da müsste man jetzt schauen, wie konkret man das umsetzen kann, auch in einem Kita-Setting, ob man da auch die Größeren schon einbeziehen kann und wie das funktioniert. Wir in Nagast haben es jetzt nicht ausprobiert, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass man natürlich nicht über Worte arbeitet, sondern über Bilder und Geschichten erzählen kann. Da sind wir dann auch bei der Frage der Narrative, die immer mehr jetzt gestellt wird und in Forschungsprojekten auch bei uns jetzt mehr in den Fokus genommen wird. Also erzählte Geschichte. Wir erzählen ja hier zusammen die Geschichte von Inform Digital und die wird jetzt weitergeführt mit einer kommenden Frage, die ich formulieren darf bzw. stellen darf. Sie wurde über den Chat formuliert und die Frage ist zu den Revised Recipe von Pfannkuchen. Da heißt es, ist der Ersatz von zum Beispiel einer regionalen Biomilch durch einen Sojadrink tatsächlich klimafreundlicher? Ja, das ist ja wahrhaftig eine gute Frage und es hat viel damit zu tun, ja, es kommt wirklich auf das Detail an, was in diesem Rezept vorher mit darin war, ob das eine regionale Biomilch war und was dann für eine Sojamilch kommt, ob das auch eine regionale ist, das gibt es ja durchaus, also das ist auch keine Sojamilch, sondern Sojadrink. Und wenn man das sich genau anschaut und es ist ein regionaler Sojadrink, dann ist der regionale Sojadrink der regionalen Biomilch in den Rechnungen so überlegen. Aber man muss wirklich sehr genau schauen, was man da miteinander vergleicht. Und die Schwierigkeit ist, dass viele Daten gar nicht verfügbar sind. Und deshalb hat diese Rezepturberechnung, wie Sie sie gesehen haben, durchaus auch ein Jahr gedauert mit einem Praxispartner für unsere standardisierten Rezepturen. Das ist nicht trivial. Wenn Sie jetzt den Rechner auch mal ausprobieren, Sie werden einige Zutaten auch noch gar nicht finden. Das heißt, es muss weiter gefüttert werden. Da muss man weiter schauen und da braucht es auch Unterstützung. Das wäre jetzt wiederum dann doch ein Appell auch an Politik,
dann für mehr Transparenz dieser Daten zu sorgen und dafür zu sorgen, dass die frei verfügbar sind und nicht sehr viel Geld kosten, damit sich wirklich viele dann Bild verschaffen können für die spezifischen Dinge, die sie interessieren. Wir werden uns nicht für jedes Rezept alles anschauen können, aufgrund von Zeitbeschränkungen, die wir haben. Aber ein paar Sachen interessieren den einen oder anderen, so wie es jetzt auch gerade formuliert wurde. Und da wäre schön, wir hätten die Daten frei verfügbar für jedermann und jede Frau. Ja, das ist ja auch deutlich geworden, das Interesse kann natürlich gesteigert werden, indem Angebote auch geliefert werden, ne? Und man überhaupt mal die Menschen dafür öffnet, auch in den verschiedenen Institutionen. Und da geht auch in die Richtung die nächste Frage. Ich meine, es ist schon mal durchgeklungen, aber wir wollen ja auch Fragen gerne nochmal rübergeben, wenn es nochmal Klärungsbedarf gibt oder wenn wir da nochmal vertiefen können. Und die Frage lautet, wie könnte man dieses Thema, was wir gerade kennenlernen, im Betrieb den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nahebringen, damit diese das auch mit nach Hause nehmen? Ja, das ging in Nagast jetzt auch gar nicht anders, muss man sagen. Denn wir brauchten die Unterstützung des Küchenpersonals und wir brauchten auch die Unterstützung der Damen und Herren an den Kassensystemen. Das ist ein großer kommunikativer Aufwand, kann man nicht sagen. Eine Herausforderung, man darf nicht müde werden, alle immer wieder einzuladen. Und auch bei der Abschlusskonferenz jetzt nächste Woche, das sind nicht die Leiter der Abteilung für Qualitätsmanagement, die da mit uns sprechen. Es sind auch die Menschen aus der Küche, die was vortragen. Also in dem Projekt ist uns das gut gelungen, durch eine intensive Kommunikation zu begleiten und immer wieder die Erfahrungen der Praktiker da mitzunehmen. Denn das sind die Leute, die es täglich umsetzen sollen. Wenn die das nicht mittragen, wenn die den Sinn nicht sehen, dann kann das nicht funktionieren. Und bei einem Praxispartner war es so, dass die Kassensystemdaten, mit denen wir arbeiten, um die Teller zu erfassen, die verkauft worden sind, die waren dem Personal in der Küche nicht zugänglich. Und das ist natürlich ungünstig. Und dann haben die angefangen, motiviert durch das Projekt, auch Strichlisten zu machen, um zu sehen, was sind die Tellerrückläufe. Und haben dann gemerkt, okay, das, was wir verändern in den Rezepturen, das, was wir anders kochen, das, was wir anders ausgeben wegen anderer Kellengrößen, das hat einen Effekt auf diese Tellerreste. Und dann ist das eine Selbstwirksamkeit, dass die Menschen sehen, sie können wirklich was verändern. Ihr Handeln ist das Relevante. Und das in den Küchen. Der Einkauf ist auch relevant und die Planung, gar keine Frage, aber immer auch die Menschen, die es umsetzen. Und die Art von Kommunikation haben wir im Nagast-Projekt unseren Partnern weitergegeben, dass das wichtig ist. Und das steht auch immer in den Büchern und in den Anleitungen, die wir geben, wie wichtig es ist, da in den Dialog zu treten. Danke nochmal fürs da weiter mit reinnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass die Frage auch zusätzlich noch in die Richtung geht, also wenn wir dann von Kantinen beispielsweise sprechen, da eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort dann auch konsumieren, wie die noch weiter dann geöffnet werden, das mit nach Hause zu nehmen. Können Sie uns da auch nochmal mit reinnehmen? Ja, okay, verstehe. Ist nochmal ein bisschen anders. Das haben wir nicht erforscht, das muss man auch mal sagen. Wir haben nicht gefragt, was davon setzt du zu Hause um, gibt es jetzt ein Lieblingsgericht, was du mitnimmst. Das war nicht Teil von Nagast. Mhm. Das ist Teil des Folgeprojekts, BALD heißt das, da geht es um die biodiverse Ernährung auch. Und da wollen wir genau das nämlich auch hinterfragen. Wie schaffen wir es, dass sich Routinen vielleicht auch zu Hause verändern durch die Impulse, die wir außer Haus geben? Jetzt aus Nagast kann ich Ihnen da im Moment gar nichts sagen. Ist doch eine Aussage und ist doch auch gut, wenn wir darüber sozusagen schon den Ausblick auf die Fortsetzung des Projektes dann hier werfen und schon mal den Blick nach vorne richten. Jetzt kommt hier noch eine Frage, finde ich auch einen sehr interessanten Punkt. Inwieweit werden die Ergebnisse in die Ausbildung der Köchinnen und Köche integriert? Ja, bislang auch noch nicht. Also das war nicht auch noch möglich. Aber wir haben das als großen Bedarf identifiziert. Also wir sind davon überzeugt, dass das gemacht werden muss und arbeiten gerade an einem Antrag und hoffen auf sehr viel Feedback von unterschiedlichen institutionellen Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, um das auch gemeinsam mit uns zu machen. Freitag treffen wir uns das erste Mal zum Brainstorming. Denn wir wollen genau das. Wir wollen das ausrollen, in die Breite bringen, in die Ausbildung. Das, was wir hier jetzt vor Ort an der Uni schon machen, ist, dass ich natürlich den Studierenden hier davon erzähle. Und wir bilden Lehrkräfte aus für das Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik an den Sekundarschulen. Und die gehen dann in den Arbeitslehreunterricht und können diese Dinge an
im Geschmackslabor zum Beispiel dann mit den Schülerinnen und Schülern auch anwenden. Und wir bilden Berufsschullehrkräfte aus in den Ernährungsfeldern. Das heißt, das sind die Menschen, die später die Köche auch unterrichten und die anderen Ernährungsberufe. Und denen werden unsere Nahgastergebnisse natürlich bekannt gemacht. Mit denen machen wir entsprechende Inputs. Aber das ist noch keine systematische Angelegenheit. Ne? Wenn dann jetzt an der TU Berlin die x Studierenden, die wir haben, den Input kriegen, dann ist das noch nicht in der Breite, in der wir alle überzeugt sind, dass es sein muss. Das heißt, jetzt Ausbildung ist der nächste Schritt, den wir adressieren, nicht von der Forschungsseite, sondern von der Verbreitungsseite. Und hier nochmal, da hat jemand ganz besonders gut zugehört und hakt nochmal nach und schreibt dann nochmal zu Ihrer Antwort zur ersten Frage. Wie heißt genau das Policy Paper, das von dem BMBF gefördert wurde? Das ist jetzt allerdings wahrhaftig eine Herausforderung. das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber vielleicht schreiben Sie mich im Nachgang einfach an. Sie nehmen einfach vorname.nachname@tu-berlin.de, dann schicke ich Ihnen das. Sie können auch auf der Nagast-Homepage gucken, nagast.de, da gibt es einen Bereich Publikation, da müssten Sie es finden. Und ja, aber Sie können mich anschreiben, dann schicke ich Ihnen das. Es tut mir leid, der Name selber fällt mir jetzt nicht ein, der Titel. Das ist ja auch das, was eine Live-Situation mit sich bringt. Ich finde das immer gut, dann zu sagen, oh, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber ich weiß, wo es steht und wir tauschen uns dazu nochmal aus. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt von Inform Digital, dass wir in den Dialog gehen und das Interesse wecken, das ist offensichtlich geschehen. Und wenn jetzt nochmal jemand weiter nachlesen möchte und das dann über diesen Weg, über den persönlichen Kontakt funktioniert, ist doch super. Ich komme jetzt gerade auch nochmal mit einer Frage durch, die bei mir eben aufgeploppt ist. Sie haben ja davon gesprochen. Es ist erwiesen, dass die Art und Weise, wie das Essen aufbereitet wird, auch nochmal den Zugang erleichtert, auch für gesundes Essen, für das nachhaltige Essen, also eben nicht im Plastikteller, sondern auf einem schönen Geschirr. Inwiefern spielt da so das Thema bewusstes, achtsames Essen auch schon im Projekt eine Rolle? Also dass wir ja auch, also ich kenne das bei mir selber, wenn ich eben gestresst bin und dann auswähle, was ich esse, dann greife ich eher mal zu einem Riegel, als dass ich mich nochmal hinstelle und was schnibbel, was aber einfach das Bessere für den Körper wäre und auch für die Umwelt. Gibt es da auch Ansätze in dem Projekt oder jetzt in der Folge, dass das nochmal mit abgebildet wird? Das spielt mit, das finden Sie auch, wenn Sie in unsere Arbeitspapiere reingehen, die auf Deutsch auf der Homepage stehen. Es gibt so mannigfaltige Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf Ernährungsentscheidungen. Also das war das, was ich sehr schnell übersprungen habe, dieses Kreissystem, das Individuum mit seinen Präferenzen, Vorlieben, dem Stress, die soziale Umgebung, wer trifft mit mir die Einkaufsentscheidung, mit wem stehe ich in der Schlange, ist das mein Chef oder ist das eine Kollegin? Das könnte einen Unterschied machen, was ich überhaupt mir nehme. Dann gibt es Studien, die zeigen, dass Frauen, die mit Frauen essen, normale Portionen essen. Sobald Männer dabei sind, ist die Frau aber eine geringe Proportion. Kann man abstrus finden, aber die Studien gibt es. Das heißt, wir haben Social Modeling. Viele Leute posten ihr Essen, zeigen damit, was sie sind, was sie sein wollen. Das hat aber ja oftmals gar nichts mit der Realität zu tun. Wir haben viele Effekte. Wir gucken uns einen Punkt am Tag an. Ne? Wir merken, da isst jemand einen Salat, denken, oh, fantastisch. Was der abends isst, wissen wir nicht. Es kann sein, dass unser Fleischesser mittags vorne morgens kein Aufschnitt isst und abends auch kein Fleisch und das die einzige Fleischportion ist und er in Summe vielleicht sogar sich besser ernährt als der andere. Da haben wir auch noch wenig zu. Also, dann wissen wir, dass Farbe von Gerichten viel ausmacht, die Platzierung. Ist die Schlange kurz, ist sie lang? Weil wir wissen, dass es einen Unterschied macht, ob es laut ist in der gastronomischen Einrichtung oder nicht. Wie sie bezahlen, ob am Ende, ob sie abräumen, ob sie das selber machen. Es gibt wirklich mannigfaltige Einflussfaktoren und wir haben jetzt für Nahgast uns mit den Praxispartnern auf die geeinigt, die am leichtesten für die Praxispartner umzusetzen waren. Das war jetzt nicht immer das, was wir aus wissenschaftlicher Sicht am spannendsten gefunden hätten. Aber was Sie sehen, wenn Sie nochmal zurückkommen auf die Folien, dann auch in diesem ökologischen Rahmenmodell, es sind viel mehr Einflussfaktoren, die uns bestimmen, als wir uns möglicherweise ausmalen mögen. Und es ist immer situativ unterschiedlich. Ne? Der eine Mensch entscheidet jedes Mal wieder kontextspezifisch aufgrund auch seiner Body Personality, also der begrenzten Rationalität, die man hat.
Herzlichen Dank für das Mitreinnehmen in das Forschungsprojekt Nahgast und auch für die Ausblicke, wie es noch weitergehen kann. Professor Dr. Nina Langen, TU Berlin und da eben ja unterwegs im Fachgebiet Bildung für nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft. Schön, dass Sie mit dabei sind bei Inform Digital und Grüße nach Berlin. Vielen Dank, viel Spaß noch. Danke.